Über den Rechtsruck in Deutschland spreche ich mit dem früheren Bundestagspräsidenten und Sozialdemokraten Wolfgang Thierse. Vielen Dank, dass Sie bereit sind für das DW-Interview. Selbstverständlich. Herzlich willkommen auch Ihnen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Spahn. Herr Thierse, bei der Bundestagswahl haben die ostdeutschen Männer die rechtspopulistische AfD auf Platz 1 gewählt. Wie sehr trifft Sie das ganz persönlich als Ostdeutscher, der seit Jahren gegen Rechtsextremismus kämpft? Also es ist schon ein wirklich entsetzliches Ergebnis, das mich tief traurig stimmt. Ich will aber sofort hinzusagen, wir sollten jetzt nicht nur von den Ostdeutschen reden, denn der Unterschied zwischen West und Ost in Sachen AfD ist relativ. In Bayern und in Baden-Württemberg ist die AfD auch sehr stark geworden, bei 12% gelandet, in Ostdeutschland noch mehr. Flächendeckend auch in Ostdeutschland. Ja, und da muss man zunächst eine Selbstverständlichkeit sagen. Schuld sind immer die Wähler selber. Sie haben die Verantwortung dafür, wen sie wählen. Und die Wähler in Deutschland konnten wissen, wen sie wählen, denn die AfD ist schon in einer ganzen Reihe von Landtagen, gerade auch in Ostdeutschland. Und dort hat sie nichts Konstruktives geleistet, Hassreden geführt, es gibt Spaltungen. Aber die Wähler hat das nicht interessiert. Offensichtlich wollten sie ihre Wut, ihre Enttäuschung, ihren Protest, ihren Ärger irgendwo abladen und haben sich der AfD ausgesucht. Macht man es sich nicht etwas einfach zu sagen, die Schuld haben die Wähler? Tragen die demokratischen Parteien, auch die SPD, keine Verantwortung dafür, dass die AfD in immer mehr Parlamente eingezogen ist? Nein, ich sage nur, weil es jetzt üblich geworden ist, den Wähler zu entlasten und vor Verständnis triefend darüber zu reden, dass Menschen, wohl wissend, was sie tun, eine Partei gewählt haben, die zwischen konservativ, rechtspopulistisch, rechtsextremistisch, rassistisch changiert. Und davon können wir die Verantwortung, können wir sie nicht freisprechen. Dann müssen wir darüber reden, wogegen sich eigentlich der Ärger, die Wut, die Enttäuschung richtet. Das sollten wir tun. Und da sind wir bei den vielen Problemen, die es gibt. Zunächst mal in Ostdeutschland die Härte, die Radikalität der Umbruchserfahrung, die erlebte Arbeitslosigkeit, die Angst vor Arbeitslosigkeit, immer auch noch ein Gefühl von Zurücksetzung, denn die Lebensverhältnisse in Ost und West sind immer noch nicht ganz gleich. Ich sage das ohne Vorwurf, es ist nur eine nüchterne Realität. Aber es steckt auch mehr darin. Es ist eben auch ein gesamtdeutsches und ein gesamteuropäisches Phänomen. In der Wahl von Rechtspopulisten äußert sich auch so etwas wie Veränderungsangst. Da äußern sich Entheimatungsbefürchtungen angesichts der Dramatik der Veränderung, die wir Globalisierung nennen, offene Grenzen, Flüchtlingszuwanderung. Vieles, was Menschen tief verunsichert, verärgert, empört und Befürchtungen artikulieren lässt. Und das tragen sie zu den Rechtsextremisten, zu den Rechtspopulisten. Im Wesentlichen hat die Flüchtlingspolitik und die Unzufriedenheit mit der Flüchtlingspolitik die AfD stark gemacht. Ich frage nochmal nach der Verantwortung auch der anderen Parteien. Das war ja lange absehbar, dass es diese große auch Gegenbewegung und Welle geben würde. Kann es sein, dass die etablierten Parteien auch die einsamen Entscheidungen von Angela Merkel zu lange einfach so mitgetragen haben? Das wäre eine zu einfache Antwort. Denn man muss ja über die Alternative reden. Und ich sage es noch einmal, natürlich ist die Angst vor zu vielen Flüchtlingen ein wichtiges Motiv gewesen. Aber es ist doch interessant, dass in Ostdeutschland viel weniger Ausländer leben, auch deutlich weniger Flüchtlinge angekommen sind und trotzdem die Zustimmung zur AfD so hoch ist. Also den direkten Zusammenhang gibt es nicht. Es gibt einen indirekten Zusammenhang und das nenne ich, Veränderungsängste, Abschiedsängste, Entheimatungsbefürchtungen, die Sorge darum, dass einem das, was man gewohnt ist, vertraut ist, dass das verloren geht. Also ein tiefes Gefühl von Unsicherheit, obwohl es ganz vielen Leuten materiell gar nicht schlecht geht. Wenn man sieht, dass in Dresden, in Bautzen, in Görlitz es so viele AfD-Wähler gibt und zugleich sieht, wie gut diese Städte aussehen. Da ist in den vergangenen 25 Jahren viel Positives passiert. Allerdings ungerecht verteilt und nicht alle sind gleichermaßen glücklich darüber. Also die subjektive Einschätzung der eigenen Lage widerspricht
sozusagen der objektiven Situation von vielen Menschen. Aber ich will ausdrücklich noch mal hinzufügen, wir reden hier nicht über ein spezifisch deutsches und auch nicht über ein spezifisch ostdeutsches Problem. Den Erfolg von rechtspopulistischen Parteien erleben wir in ganz Europa, in Frankreich, in Belgien, in Holland, in Italien, in Polen, in anderswo. Also es ist eine Herausforderung, die offensichtlich mit der Dramatik der Veränderung zu tun haben, die wir Globalisierung nennen, Entgrenzung der Welt, Beschleunigung von Entwicklung. Selbst die Digitalisierung, über die wir alle reden und die ja begonnen hat, ist ja ein Prozess, der Unsicherheit auslöst. Keiner weiß, wie sich unsere Art der Wirtschaft, der Industrie verändern wird, wie die Arbeitsbiografien künftig aussehen werden. Wird Arbeitslosigkeit durch diesen technischen Fortschritt wieder zunehmen? Also wir sind mitten in einer Phase einer dramatischen Veränderung, die Unsicherheit erzeugt, weltweit, europäisch und eben auch in Deutschland und in Ostdeutschland. Sie waren Bundestagspräsident. Lassen Sie uns über das Bundestagspräsidium und die Funktion und die Aufgabe und Herausforderungen sprechen, denn jetzt gibt es rechtsextreme Rechtspopulisten im Parlament. Was kommt da auf den ersten Bundestagspräsidenten zu? Was sollte Wolfgang Schäuble tun, wenn er Gauland im Parlament, im Plenum sagt, wir werden Frau Merkel jagen? Es ist eine Gratwanderung. Die Regeln des Bundestages, die Geschäftsordnung, aber auch die Regeln des parlamentarischen Anstandes gelten für alle gleichermaßen. Man sollte die AfD nicht besonders hervorheben, sondern gegen alle gleichermaßen die Regeln durchsetzen. Und das ist eine Aufgabe des Präsidiums, des Präsidenten in besonders. Es muss erreicht werden, dass es nicht so ist, dass der Bundestag wie die deutsche Öffentlichkeit über jedes Stöckchen springt, auf jede Provokation reagiert. Das verschafft der AfD immer nur Aufmerksamkeit. Zugleich aber muss man dann auch widersprechen und die Sanktionsmöglichkeiten, die nicht so groß sind, anwenden, wenn plötzlich im Parlament der Versuch unternommen wird, die parlamentarische Arbeit lahmzulegen durch endlose Geschäftsordnungsdebatten oder wenn es in Beschimpfungen ausartet, in Beleidigungen oder wenn dort rassistische Äußerungen getan werden. Da muss der Präsident, das Präsidium, die Instrumente anwenden, von der Ermahnung über die Rüge bis zum Ausschluss aus der Sitzung bis zum Ausschluss aus dem Plenum für längere Zeit. Sie haben gesagt, man soll nicht über jedes Stöckchen springen. Verstehe ich das recht, dass Sie dann auch nicht dafür sind, dass der Bundestag die Geschäftsordnung geändert hat, damit nicht bei der Eröffnung des neuen Bundestages ein AfD-Redner als ältesten Präsident diese Sitzung anführt? Das wäre ein Trick, der Ihnen nicht gefällt. Also das ist ja vor einem halben Jahr passiert. Und der Hintergrund ist ein sehr verständlicher. Es war die Sorge davor, dass der neue Bundestag von einem Redner der AfD eröffnet ist, der ein bekennender Holocaust-Leugner ist. Und diesen öffentlichen, weltweiten Eindruck wollte sich das deutsche Parlament nicht leisten. Das Motiv ist mir sehr gut nachvollziehbar. Und wir werden auch immer darauf achten müssen, man muss sich nicht alles von der AfD bieten lassen, nur weil sie gewählt ist. Gewählt zu sein rechtfertigt nicht jede politische Schweinerei, um es sehr deutsch zu sagen. Sie sagen nicht auf jede Provokation eingehen, aber man muss sehr genau abwägen, wo man dann einschreitet. Wie macht es denn der Bundestagspräsident mit Provokationen, die sich als Meinungsäußerung tarnen, wenn da etwa von der tollen Rolle der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg gesprochen wird oder das Verhältnis Deutschlands-Israels in Frage gestellt wird? Da geht es immer darum, dass man in der Sache widerspricht. Das ist dann die Aufgabe aller anderen demokratischen Parteien, in der Sache sehr entschieden, sehr nüchtern, sehr klar zu widersprechen und auch damit den Bürgern, der deutschen Öffentlichkeit und der Weltöffentlichkeit zu sagen, dies ist eine extreme Außenseiterposition, die da vertreten wird und sie darf nicht beanspruchen, dass sie in irgendeiner Weise in Deutschland mehrheitsfähig ist. Das wird eine der Aufgaben im Parlament zu sein, immer wieder öffentlich zu sagen, was mehrheitsfähig ist, was demokratischer Grundkonsens ist, der diese Republik, diese Demokratie trägt und was extremes Außenseitertum ist. Jetzt beginnt eine breite Diskussion darüber zwischen den Parteien, die Zuwanderungspolitik in Deutschland neu zu regeln. Ist das eine große Chance der AfD, den Wind aus den Segeln zu nehmen? Also man muss ja wissen, dass nach der Entscheidung von
Bundeskanzlerin Merkel und die Grenzen zu öffnen, ja im Anschluss Frau Merkel selber schon die Flüchtlingspolitik verändert hat. Sie hat ja im Grunde ihre eigene Äußerung, wir lassen alle rein, dementiert durch große Anstrengungen, die Grenzen wieder mit zu schließen. Mit ihrer SPD allerdings auch. Ja, ja, ich sag nur, mit die Grenzen zu schließen. Und ich glaube, dass alle demokratischen Parteien sich einig sind, dass es Begrenzungen und Regelungen der Zuwanderung geben muss. Die SPD hat zum Beispiel hat schon vor einem halben Jahr ein Zuwanderungsgesetz vorgelegt, das zunächst mal auf Ablehnung der CDU/CSU gestoßen ist. Man wird sehen, was in den Koalitionsverhandlungen jetzt vereinbart ist. Aber dass man regeln muss, dass man deutlicher unterscheiden muss zwischen Asylrecht, subsidiärem, zeitweiligem Schutz von Menschen, die vor Krieg flüchten, und einer geregelten, legalen Einwanderung nach Deutschland. Das ist eine Aufgabe, die schon länger klar ist. Sie ist bisher an CDU, CSU gescheitert. Das muss man jetzt wirklich in Angriff nehmen. Und ich bin ziemlich sicher, dass das auch gelingen wird. Herr Thierse, zum Schluss unseres Gesprächs haben wir immer unsere drei unvollendeten Sätze mit der Bitte an Sie, die zu ergänzen. Die Gefahr, dass die rechtspopulistische AfD auch im nächsten Bundestag sitzt, ist? Nicht ausgeschlossen. Es kommt darauf an, wie die Demokraten sich jetzt verhalten. In der Opposition wird meine SPD ziemliche Anstrengungen unternehmen müssen, dass sie nicht dauerhaft in der Opposition bleibt, sondern neue Regierungsfähigkeit erwirbt. Bis die Mauer in den Köpfen von Ost- und Westdeutschen gefallen ist, dauert es noch? Die Mauer ist nicht mehr da. Es gibt Unterschiede zwischen West und Ost, Nord und Süd, Jung und Alt, Stadt und Land, Reich und Arm. Also viele Unterschiede. Und man sollte nicht im Nachhinein immerfort von dieser Mauer in den Köpfen reden. So schlimm ist es nun wirklich nicht, bei allen Unterschieden. Wolfgang Thierse, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.